Zugangscodes, ID-Nummern, Steuernummer, Kreditkartennummer, Kontonummern, Passwörter von mega vielen Accounts. Wer kennt das nicht? Wer kennt sich bei den ganzen Nummern und Zahlen eigentlich noch aus? Und vor allem, wer kann sich die eigentlich alle merken? Stell dir mal vor, du wirst in Südtirol ohne Steuernummer zurechtkommen. Mittlerweile undenkbar. Die Steuernummer gehört dazu jedem Menschen dazu wie der eigene Nummern. Oder hast du es mal zum Arzt geschafft oder eine Bestellung aufzugeben in ein Geschäft, ohne deine Steuernummer umgeben zu müssen? Nummern bestimmen einen großen Teil von unserem Alltag und unserem ganzen Leben. Der Name scheint aber unwichtiger zu werden. Logisch aus guten Absichten, um zum Beispiel Verbrechen zu bekämpfen. Dafür will man aber mehr die Kontrolle haben. Du merkst wahrscheinlich, wo ich hinaus will. Es ist für uns zur Normalität geworden, dass sich ein großer Teil von unserem normalen Leben um Zahlen dreht. Interessanterweise spielt im Zusammenleben von uns Menschen aber der Name eine sehr wichtige Rolle. Es ist wichtig, uns untereinander beim Namen umzusprechen. Man zeigt Empathie dadurch füreinander. Nicht selten gibt es persönliche Spitznamen, den leider die engen Freunde kennen. Wenn wir einen anderen beim eigenen Namen nennen, sagen wir dadurch, dass wir einen anderen kennen, dass wir uns für ihn interessieren. Noch besonderer finde ich den Gedanken, dass unser Name auch noch eine Bedeutung hat. Gerade in der Bibel spielt der Name von einem Menschen eine wichtige Rolle. Viele Namen, die seinem vorkommen, haben eine ganz besondere Bedeutung. Johannes bedeutet zum Beispiel, Gott ist gnädig. Oder Samuel, von Gott erbeten. Sehen wir heute, wird den Kindern ganz bewusst einen Namen geben. Nicht, weil sie einfach schön klingen, sondern weil sie was ganz Bestimmtes zum Ausdruck bringen sollen. Mein Name Esther kommt zum Beispiel aus dem Persischen und bedeutet so viel wie Stern oder die Leuchtende, die Strahlende. Ich finde die Bedeutung einfach mega schön. Ob ich der Bedeutung aber gerecht wäre, Sam weiß jetzt nicht. Als Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist, Sam hat Gott selber bestimmt, dass er Jesus bzw. im Hebräischen Jeshua heißen soll. Der Name bedeutet, Gott ist Rettung. Schon allein mit dem Namen von seinem Sohn hat Gott in die Menschen zeigen wollen, dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, dass wir gerettet werden können, dass wir eine Beziehung mit ihm aufbauen können, wenn wir seine Rettung annehmen. Jesus hat seinen Namen buchstäblich erfüllt. In der Bibel steht über Jesus. In keinem anderen ist Rettung zu finden, weil unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keine vergleichbaren Namen. Leider der Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Bei Gott seien wir nicht einfach eine Nummer. Er kennt dich und dadurch auch deinen Namen und er liebt dich so sehr, dass er sogar seinen Sohn geschickt hat, um für dich zu sterben und für deine und auch meine ganz persönliche Schuld zu bezahlen. Was für ein Bild hast du von Gott? In Gott als deine persönliche Rettung? Lest dich einmal selber in der Bibel nach, wie Gott sich selbst beschreibt und was er alles für dich gegeben hat. Dass du eine persönliche Beziehung zu ihm haben kannst. Wenn du keine eigene Bibel hast oder auch vielleicht Fragen hast, kannst du dich gern bei uns melden. Über unsere Website oder auch per E-Mail. Ita hat mich freuen, von dir zu hören. Für dich, mach's gut, deine Esther. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.